world, good evening, worldwide. Same, we're here today in Cologne City. Our enough is enough demo, where the president of Payday will be having a speech, Peter Donatus. So, the whole world calling you. Let's stand together for a better world. Als nächstes muss ich Peter Donatus vorstellen. Der ist ein Vorsitzender des Vereins Payday Africa International. Er ist ein freier Journalist und ein Menschenrechtsaktivist, Umweltaktivist. So, einen schönen guten Tag. Es freut mich sehr, dass es sehr viele junge Menschen heute da sind. Und ich bin auch ein bisschen älter gekommen. Und ich bin in Nigeria geboren, 54 Jahre alt. Und bin seit über 31 Jahren in Deutschland. Aber ich habe zwei Freunde mitgebracht. Und sie wollte sich selber vorstellen und auch jeweils auch eine Botschaft für euch. Wo fangen wir an? Machen wir das so wie in Afrika. Du bist älter, ne? Du kommst zuerst mal. Ich bin Dayo und heiße ich bin Dayo und bin 7 Jahre alt und ich will sagen, dass kein Mensch illegal ist. Danke Dayo, danke vielmals. Und kein Mensch ist wirklich illegal. Ich bin Cher, 5 Jahre alt. Keine Grenzen auf sein. Alle Grenzen. Alle Grenzen auf sein. Ich sag nochmal, ich bin Cher, ich bin 5 Jahre alt. Alle Grenzen sollen auf sein. Sind wir auch dafür? Danke schön. Ihr könnt mal schon mal runtergehen, ne? Ich komme doch mal. Wo, willst du noch was sagen? Was möchtest du sagen? Okay. Okay, alles klar. Gut. Vielen, vielen Dank, Sheik und Dayo. Pass auf, ne? Okay. Also, ich fange erst mal an, dass wir unser Trauma, dass es voll unfair ist, diese Trauma, das dauert seit über 500, 600 Jahren. Wir dürfen das nicht wieder an weitere Generationen übertragen. Es muss ein Ende haben, jetzt und heute. Also, wir haben eine Organisation, eine Kampagne, Payday Africa, heißt Zahltag Afrika, weil wir auf der Meinung sind, dass es endlich darüber gesprochen wird. Weil wir demonstrieren jeden Tag gegen Rassismus, wir gehen auf die Straße, aber wir greifen diese Wurzel des Rassismus gar nicht an. Wenn von über 500 Jahren, 600 Jahren zu euren Vorfahren sowas gemacht wird und ohne Konsequenzen, ohne Reparationen, ohne Entschuldigung, dann können sie mir George Floyd umbringen, wie sie wollen und werden wir nicht schaffen, etwas zu ändern. Deswegen müssen wir den Ursprung des Rassismus eigentlich angreifen. Ich bin dafür, dass wir jeden Tag demonstrieren, wenn Leute in Amerika wieder erschossen wird. Aber unser Problem liegt in Afrika. Die Wurzel unser Problem ist in Afrika. Und die Lösung ist in Afrika. Wer das irgendwie denkt, wir können unser Rassismusproblem hier lösen, der irrt sich. Wenn Afrika nicht respektiert wird, wird keine von euch hier kann keinen Respekt bekommen. Sowohl von den
die progressivste linksintellektuelle Leute hier im Lande. Du kriegst diesen Respekt nicht, solange Afrika nicht respektiert wird. Wir müssen endlich das auch klar sagen. Wir sind nicht arm in Afrika. Deutschland ist ein armes Land. Es ist nur komisch, dass ein armes Land so viel Kohle hat, um weiter Menschen auszubeuten. Ich komme aus einem rohstoffreichen Land, Nigeria. Wenn ihr nach Niger-Delta fährt oder fliegt, ihr seht die Sauerei dort. Umwelt ist am Arsch, Lebensgrundlage wird vernichtet. Die Menschen haben keine andere Alternative mehr, anders als zu flüchten. Nur darum, es geht nur darum, unser Wohlstand hier in Deutschland zu sichern. Sprichwort Versorgungssicherheit. Frag alle unsere weißen Leute, die hier sind. Seid ihr, ist euch eigentlich bewusst, wo eure Reichtum, angebliche Reichtum eigentlich herkommen? Was habt ihr im Lande hier an Maschinen? Ohne Rohstoffe keine Arbeit. Ohne Rohstoffe keine Maschinen. Das muss auch klar gemacht werden. Ich bin in den 90er Jahren gekommen. Ich weiß, was das bedeutet, was Willkommenkultur bedeutet. Ich weiß, was wir erlebt haben in diesem Lande. Ich weiß, wie viele Leute sich nicht so getraut haben, darüber zu sprechen, was wir hier heute sprechen, weil sie Angst vor Abschiebung von der Polizei haben. Aber die Table has turned. Die Table has turned. Und wir werden lauter. Und nicht nur lauter, wir werden handeln. Und unsere erste Handlung in Köln hier, ausgerechnet Köln, antirassistisch, multikulturell und so weiter und so fort. Wir sind alle gegen Rassismus, aber genau am Neumarkt ist ein Museum, wie heißt das nochmal, Rauter-Strauch-Museum, mit 97 gestohlenen Kunstgegenständen aus Afrika. Die müssen sofort gebracht werden. Das ist Hehlerei, das ist organisierte Kriminalität von einer Dimension, die man nicht vergleichen kann. Dass wir über Rassismus in Köln sprechen und gleichzeitig unsere gestohlene Sache immer noch in Köln gebuchert wird und damit weiter Geld gemacht wird, das ist eine der größten Rassismus, die wir ansprechen müssen, meine liebe Freunde und Freunde. Mit diesem weißen System. Das weiße System ist gescheitert. Das sagt nicht Peter Donatus, das sagen die Weißen selbst. Das weiße System ist gescheitert. Don't swim between the systems. Du musst eine Position nehmen. Das ist eine neue Bewegung, das ist neue Zeiten. Das weiße System ist gescheitert. Sie suchen Alternative. Und dann sagen sie, Begriffe wie grüner Kapitalismus. Was ist das? Grüner Kapitalismus. Was ist das? Was bedeutet das für Afrikaner? Ich sehe Elektrorollers als Alternativ. Also wir müssen andere Alternativ finden. Aber auf welche Kosten dann wieder? Das ist der dritte Kolonialismus, meine Freunde. Wo kommen die Rohstoffe her? Unter welchen Bedingungen werden diese Rohstoffe abgebaut? Wo wird das diese Batterie entsorgt? Hier in Deutschland? Öffne eure Augen! Es ist kein Kampf. Wir müssen unsere Position nehmen. Opposition, keep your positions. Opposition, keep your position. Don't be corrupted with projects. Du kriegst Geld, du gibst die NPC Geld. Für Projekte und du hältst deinen Mut. Du bist bereit, sogar deine Schwester zu verraten, deinen Bruder zu verraten. Wir kennen alle diese Tricks.
Ich bin seit 30 Jahren in diesem Kampf hier in Deutschland. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ihr weiterkommen möchtet, müsst ihr unabhängig, finanziell unabhängig eure Projekte machen können. Denn wenn ihr Geld von diesem System nimmt, habt ihr immer Probleme, dieses System zu kritisieren. Deswegen haben wir ein System, wo fast 40.000 Schwestern und Brüder seit über 30 Jahren vor unserer Haustür ertrunken sind, aus Afrika. Und ich sehe keine 30.000, wer ist der Bruder? Ich sehe keine 35.000 Schwarze auf der Straße. Ich bin gerne auf der Straße, wenn eine Schwarze wieder hingerichtet wird in Amerika. Aber was ist denn mit dem Bruder und Schwester, Journey of No Return? Ist das nicht der Rassismus, wofür wir sprechen, dass die Menschen, die ihre Lebensgrundlage beraubt wurden und suchen eine andere Alternative, finden den Tod, diejenigen, die das überlebt haben, kommen hier, sie werden sogar als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge disqualifiziert. Ich sage immer, wer ist eigentlich der Wirtschaftskriminelle? Wer sind die Wirtschaftskriminelle? Wer sind die Wirtschaftskriminelle? Wer verursacht die Flucht dieser Leute? Denn jeder Mensch hat das Recht, nicht auswandern zu müssen. Jeder Mensch hat das Recht, nicht auswandern zu müssen. Kartoffeln in Deutschland schmeckt nicht besser als meine Fufu. Ich bin nicht gekommen mit den Kartoffeln. Ich bin gekommen, weil ich meine Fufu beraubt habe, meine Freunde. Danke euch.